Wir haben's geschafft! Ed, heute ist noch was anderes passiert. Mit einem Jungen und meiner Maske. Keine Bewegung, Superhelden! Was haben wir getan? Also das ist ja nicht so gut. Haben wir was falsch gemacht? Superhelden sind illegal. Egal ob fair oder nicht, so will es das Gesetz. Hätten Sie vielleicht Interesse, das Gesetz zu ändern? Ich liebe Superhelden! Winston Dever. Nennen Sie mich Win. Und das hier ist meine Schwester Evelyn. Hallo, Superhelden. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Was ist der Hauptgrund, weshalb Sie alle in den Untergrund gehen mussten? Ignoranz. Wahrnehmung. Wenn es unser Bestreben ist, die Wahrnehmung von Superhelden bei den Menschen ändern zu wollen, dann müssen Sie ihnen Ihre Wahrnehmung von der Welt vermitteln. Und wie machen wir das? Dann müssen Sie ihnen Ihre Wahrnehmung von der Welt vermitteln. Wir bauen winzige Kameras wie diese da in Ihre Superanzüge ein. Hab ich selbst entworfen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind superste Superhelden. Sie drei werden gebraucht. Na los, helfen Sie mir, allen Superhelden wieder zur Legalität zu verhelfen. Das klingt großartig. Mr. Dever, das ist wunderbar, aber zu großzügig. Unsinn, das ist doch das Mindeste. Ist unser neues Haus? Das ist ja unglaublich hier. Ich fasse es nicht, dass Dever es uns einfach leiht. Ja, er hat es irgendeinem exzentrischen Milliardär abgekauft. Es ist definitiv besser als das Motel. Wir haben ja alle ein wenig mehr Platz. Und einen Wasserfall. Hier ist viel mehr Platz, Dad. Okay, okay, jetzt entspannen wir uns erstmal und machen es uns gemütlich. Sieh dir das an. Das ist unsere Stadt. Ich bin hier, Darling. Keine Panik. Gut angekommen. Mr. Dever, dieses Haus ist unglaublich. Hey, ein unglaubliches Haus für eine unglaubliche Familie, habe ich recht? Aber das ist nicht der Grund meines Anrufs. Unten am Wasser gibt es Probleme. Nichts, womit Sie nicht klarkämen. Das ist die Gelegenheit für Sie, sich wieder an die Superarbeit zu gewöhnen. Ich schicke Ihnen gleich den Ort. Kein Problem. Wir sind dran. Dann legen wir mal los. Wie lautet mein erster Auftrag? Dieser Enthusiasmus ist Gold wert. Behalten Sie ihn bei. Aber für unseren perfekten Start ist Elastigirl die erste Wahl. Besser als ich? Wir wollen doch nicht gleich in der ersten Runde den Satz, das zahlt alles die Versicherung, auf die Probe stellen, okay? Moment mal. Was wollen Sie damit sagen, dass ich chaotisch bin? Wow, sieh mal einer an. Hier muss ich raus. Evelyn hat eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt und Elastigirls Zahlen sprechen für sich. Also, was halten Sie davon? Was ich davon halte? Hm.
Lass die Girl! Oh, wow. Wow! Elastigirl, da bist du ja. Wow. Komm schon, reiß dich zusammen, Karen. Ich... Hallo? Mein Superheldinnenname ist Void. Ich bin Brick. Ich bin Screech. Und ich bin Reflux. Electrics. Ich bin heute dein Partner. Es ist mir eine große Ehre. Danke. Sehr nett von Ihnen. Sehen Sie nur, Nu Urban. Wenn Sie ein Statement in Sachen Verbrechensbekämpfung abgeben wollen, gehen Sie dahin, wo es viele Verbrechen gibt. Ich freue mich, dass wir heute hier sind im Rahmen unseres Budgets und früher als geplant, um unsere großartige neue Schwebebahn in Betrieb zu nehmen. Sie wird Sie mit unfassbarer Geschwindigkeit ans Ziel bringen. Die Zukunft ist offen für neue Geschäfte. Moment, der Zug steht. Er fährt in die falsche Richtung. Ich verfolge ihn. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Noch ist nicht die gesamte Spur der Schwebebahn gebaut. Etwa 25 Meilen sind schon fertig, aber das Tempo wird das nicht lange reichen. Und der Zug ist voller Passagiere? Das ist doch ein toller Moment für eine Betriebsstörung. Vorsicht! Zieldrohne? Das war keine Betriebsstörung. Jemand möchte wirklich nicht, dass ich diesen Zug rette. Mein kleiner, der Typ müsste sich für Sie darum kümmern. Mich langsamer gemacht. Ich muss weitermachen. Die Kanalisation? So habe ich mir mein Comeback jetzt nicht vorgestellt. Und Dad auch nicht. Ruf nicht deine Mutter an! Flash, Schatz, ich kann grad nicht. Sieh unter deinem Bett nach, okay? Oh nein! Ah! Also rein in dieses Abteil. Was ist hier drin? Schon habe
ich die ganze Stadt unter meiner Kontrolle. Diese Bildschirme haben allen Passagieren eine Gehirnwäsche verpasst. Großartig, aber wir brauchen noch mehr, um den Zug aufzuhalten. Wir sollten in den anderen Wagen nachsehen. Müssen wir sie nicht zuerst verbinden? Du hast recht. Gute Idee, Electrics. Überlegen wir uns mal, wie. Gut gemacht. Alles in Ordnung? Ja. Ich war noch nie auf dem Dach eines sich bewegenden Fahrzeugs. Das ist cool. Suchst du diesen hier? Haha, du wirst diesen Zug niemals stoppen. Er entkommt! Wir müssen da irgendwie durch. Uns geht bald die Spur aus. Das war ja keine Absicht von uns, oder? Nein, aber du musst das positiv sehen. Wir haben jetzt fast alles, was wir brauchen, um den Zug zu stoppen. Was für ein schrecklicher Zug. Okay, sie ist offen. Und jetzt rüber. Oh, wow. Okay. Was passiert also gerade? Bleib ruhig und sei einfach vorsichtig. Nächstes Mal nehme ich den Boss. Alle bleiben hier. Wir werden den Zug stoppen. Sieh nur, ist das das letzte Teil? Ja, mehr brauchen wir nicht. Und jetzt wieder zurück aufs Dach. Auch manchmal einfach? Nein. Schon wieder diese Kerle? Lass uns jetzt was
und deine Geschichte ist gut. Oh. Hey! Hey! Huh?